Kapitel 13 Pläne. So mancher hätte vielleicht gesagt, er sei ein fauler Hund. In der Tat verschwendete Bartel keinen Gedanken daran, sich zu Warrenhausens Anwesen zu begeben, um dort nachzuforschen. Da er von Engelin gebeten worden war, doch einmal nach dem Haus ihrer Lehrmeisterin zu sehen, sagte er Maus, dass sie diesen Besuch mit ihrem geplanten Gang ins Wirtshaus verbinden würden. Das Häuschen lag sowieso auf dem Weg. Maus war sofort einverstanden und ließ sich von Engelin genau beschreiben, wo die Dinge gelegen hatten, die sie so vermisste, falls sie denn dennoch an dieser Stelle waren. Zwischenzeitlich hatte Engelin Bartel stockend geschildert, was damals in Warrenhausens Haus passiert war. Grimmig hatte er dem notgeilen Reichsschwein Rache geschworen. Über die Einzelheiten der Folter, die sie im Gefängnis erlebt haben musste, schwieg sie nach wie vor verstört. Dieser Warrenhausen, dachte er, ist eine Drecksau, der man sofort das Handwerk legen muss. Maus und er trabten über den gefrorenen, knirschenden Waldboden. Was Dinge wie Rache anging, war er ausgesprochen geduldig. Er wartete, bis sich eine günstige Gelegenheit ergab und ging nicht mit dem Kopf durch die Wand, um heißblütig alles zu riskieren. Auch Warrenhausen konnte warten, bis Bartel sich an ihm vergriff. Er nahm den von Engelin beschriebenen Weg und fand endlich das zerstörte Häuschen. Irgendjemand hatte es angezündet. Nur ein paar schwarze Dachbalken ragten noch in den Himmel über den rußgeschwärzten Grundmauern. Dort war wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen. Auch sahen die Hausreste so aus, als hätten sich etliche Plünderer bereits vor einiger Zeit bedient und alles, was von Wert war, zusammengerafft. Maus fluchte leise, machte sich jedoch auf die Suche nach den beschriebenen Sachen. Er wühlte, schob unverdrossen Steine zur Seite. Er wollte Engelin offensichtlich unbedingt einen Erfolg berichten. Bartel setzte sich auf einen Rest der Grundmauer und streckte die Beine aus. Da gab es nichts. Als der dünne Mann ihm winkte, bei der schweren Kaminplatte mit anzufassen, erhob er sich und sie wuchteten zusammen die massive Platte beiseite. Die Hartnäckigkeit von Maus hatte sich gelohnt. Unter der Steinplatte entdeckten sie einen Hohlraum. In dieser lagen etliche feine Werkzeuge, deren Bedeutung Bartel nicht kannte, Mörser, Stößel und in der hintersten Nische sogar einige Bücher mit braun angekohlten Ecken. Maus strahlte. Gemeinsam verteilten sie die Gegenstände in ihren Taschen und Umhängen. Als Maus erklärte, er wollte auch noch nach der Leiche der Meisterin suchen, winkte Bartel ab. Er hatte wahrlich keine Lust, eine Beerdigungszeremonie für eine ihm unbekannte Tote abzuhalten. Haben wir nicht gefunden, raunte er Maus zu, der zögernd nickte. Sie setzten den Weg in die Stadt fort. Im Herbst war Volkes Leben bereits recht trostlos gewesen, aber man hatte gelegentlich einen farbigen Umhang auf einer Wäscheleine flattern oder einen Blumenkübel mit Herbstblumen in den Gassen gesehen. Nun, im Winter gab es doch dort nur noch Grau und Braun. Die Kleidung der Leute und deren trübe Gesichter verschwamm zu einer einheitlichen Masse, wenn sie durch die verdreckten, teilweise vereisten Straßen stapften und versuchten, nicht auszurutschen und hinzufallen. Maus und Bartel sahen sich an. Scheiße, knurrte er, und Maus nickte nur stumm. In ihrer Abneigung gegen Städte waren sie sich einig. Der Wirt in der Schenke erkannte Maus, hielt es aber unter seiner Würde, das schmale Männlein zu begrüßen. Sein Verhalten änderte sich, als er Bartel erblickte. Pflichteifrig kam er auf ihn zu, während er die Hände an dem verschmutzten Handtuch an seiner Hüfte rieb. Bartel wunderte sich, da er bei seinem letzten Besuch wie jeder andere Gast behandelt worden war. Lag es an seiner sauberen, von Engelin gewaschenen Kleidung? Er sah den Wirt an und verzog verächtlich den Mund. Ihr Götter! Er hasste es, wenn sich jemand plump anbiederte. Es reizt ihn dann, irgendeinen Teil dieses Menschen zu packen und zu zerquetschen. Bartel schnaufte nur. Bier, grunzte er und hielt zwei Finger hoch. Maus und er schoben sich auf eine der Sitzbänke an den abgewetzten Holztischen. Maus berichtete ihm leise, dass der Schankraum im Erdgeschoss für das gewöhnliche Volk gedacht war, während es im ersten Stockwerk besser und sauberer wäre für den gehobenen Mittelstand. Hannes, der Säufer, schwankte soeben durch die Tür, bereits leicht angeheitert. Gut, den sollte Maus ja sowieso übernehmen. Bartel ließ seinen Bierkrug stehen, erhob sich und überließ Maus dem versoffenen Kerl. Er schritt zur Treppe. Wie aus dem Boden gewachsen, stand der fette Wirt vor ihm und blockierte die Stiege.
Bevor er den Mund aufmachen konnte, blaffte Bartel ihn an, dass das Bier verwässert sei und dass er ihm mal etwas Anständiges servieren solle. Dabei steckte ihm 2 Münzen zu. Der Mann nickte und entfernte sich. Er hatte offensichtlich wenig Lust, sich mit ihm anzulegen. Außerdem schien der obere Schankraum noch leer zu sein, denn von dort war kein Laut zu hören. Jeder zahlende Kunde kam ihm recht. Seine Vermutung, dass oben nicht viel los war, bestätigte sich. Viel besser und sauberer war es wohl nicht, aber die hellen Fenster gaben dem Raum mit den groben Bodendielen etwas Freundliches. 2 Männer unterhielten sich leise am Tisch in einer Ecke und eine gelangweilte, fette Hure drehte an eine Wand gelehnt Däumchen. Ein Blick auf ihn und sofort erhellte sich ihr Gesicht zu einem gefälligen und geschäftstüchtigen Lächeln. Die Alte verstand ihr Geschäft. Das war im Augenblicklich klar. Sie zeigte lächelnd auf den Sitz neben sich, aber Bartel setzte sich ablehnend an einen Tisch am Fenster. Seine Abwehrhaltung schien sie nicht zu entmutigen. Sie schaukelte mit wogenden Hüften in ihrem engen gelben Kleid auf ihn zu. Fasziniert beobachtete er ihre riesigen Brüste, die sich bei jedem Schritt aus dem tiefen Ausschnitt hoben. Sie ließ sich ihm gegenüber auf einen Stuhl sinken und stützte ihr rotwangiges Gesicht in ihre fetten weißen Hände. Sie betrachtete ihn, dann flackerte so etwas wie Erkennen über ihre Miene. »Na, was kann ich denn für dich tun, Süßer?« lächelte sie. Bartel betrachtete ihre braunen, lückenhaften Zähne. »Sehe ich etwa süß aus?« konterte er und legte seine behaarten Fäuste auf den Tisch. Flüchtig huschte ihr Blick über seine Hände. Das süßliche Lächeln verschwand und machte einem geschäftstüchtigen Grinsen Platz. »Ich habe dich schon früher bemerkt«, sagte sie leise. »Kann es sein, dass auch du für Geld alles tust?« Sie zwinkerte. »Aha«, daher wehte der Wind. Bartel lehnte sich zurück. Der Wirt trat mit einem Bierkrug an ihren Tisch. Bartel prüfte das Getränk und roch daran. Es hatte nunmehr eine goldbraune Farbe und duftete würzig. Er hatte richtig geraten. In der Schenke wurde dem gewöhnlichen Volk das Bier verwässert. Am liebsten hätte er dem Kerl für seine Dreistigkeit den Krug auf dem Schädel zertrümmert. Jedoch grinste er nur und gab ihm eine großzügige Entlohnung, was der dicken Hure natürlich nicht entging. »Hör mal zu«, er trank einen großen Schluck und wandte sich an die Frau, die ihn neugierig mit ihren wässrig-blauen Augen betrachtete. »Ich erweise mich immer für Ratschläge dankbar, die zu spendablen Auftraggebern führen. Aber heute bin ich zum Biertrinken hier. Wenn du etwas für mich hast, wende dich an Maus oder an den Hannes.« »Den Säufer?« fragte sie naserümpfend. »Warum sollten wir den beteiligen?« »Nein, ich werde nach Maus Ausschau halten.« Bartel nickte und beschloss, Maus von nun an öfter in die Stadt zu schicken, solange die Wege noch passierbar waren. »Auch gut«, grunzte er und leerte den Krug in einem Zug. »Kennst du Warenhausen?« flüsterte sie eilig, bevor er sich erheben konnte. »Allda, schau her.« So schnell ging das also. »Der hat immer mal gute Aufträge, die ich dir gern vermitteln werde. Gegen Gebühr, versteht sich.« Sie blickte ihn beifallsheischend an. Bartel beobachtete einen Moment, wie sich die runden Fleischberge ihrer Brüste in dem mit schmuddeliger Spitze verzierten Ausschnitt hoben und senkten. Er dachte an Engelin. Er tat wirklich alles für sie, verging fast vor Sehnsucht nach ihr. Sie hielt ihn jedoch nach wie vor in der kurzen Leine. Natürlich hatte sie geschickte Hände und er genoss ihre Berührungen, die auch seinen Schwanz lustvoll einschlossen, aber er hätte brüllen können vor Begierde und Ungeduld nach dem Schatz zwischen ihren Beinen. Er schluckte und erhob sich. »Fein, verbleiben wir so.« Er lächelte sie unvermittelt an und wie erwartet blieb ihr Mund vor Verblüffung offen stehen, während ihr Blick an seinen Lippen hing. Den Knüppel für die Kerle und ein Grinsen für die Weiber. Das war ein einfaches Rezept, das eigentlich immer und überall klappte, dachte er amüsiert. Zähne müssen gesund sein. Das hatte Waldin ihm eingebläut. Es war ihr plötzlich an der Nasenspitze anzusehen, was ihr durch den Kopf ging. Geschäftspartner hin oder her, er war ein Mann. »Überleg dir's mal, bekommst von mir auch einen Sonderpreis«, flötete sie. Er nickte nur und erhob sich schnell. Er würde ganz gewiss nicht so einen alten Fleischberg berühren, solange er ein Juwel zu Hause hatte. Er stiefelte polternd die ausgetretenen Treppenstufen hinunter, sammelte Maus ein, warf dem Wirt noch eine Münze für die verwässerten Biere zu und schlug die Tür der Schenke hinter sich ins Schloss. Wahrlich, er hatte eine Abneigung gegen Wirtshäuser und verdreckte Städte. Maus lief wortlos an seiner Seite.
Sie passierten das von grimmig dreinblickenden Wächtern gesäumte Stadttor. Die bleiche Wintersonne beleuchtete die kahlen braunen Felder bis zum Waldrand. Ein eisiger Wind blies. Sie begannen schneller zu laufen. Ein ungleiches Paar sahen sich zustimmend an und rannten los zum Wald, getrieben von der Sehnsucht, die frische, würzige Luft aufzunehmen. Sie stürmten grinsend voran, rotbackig wie kleine Jungen. Die Bäume nahmen sie rauschend in Empfang. Einen Moment lang verband sie die Freude, am Leben zu sein, und die Liebe zu der Frau, auf die sie beide wartet. Entschuldigung. So, Kapitel 14, die Bücher. Es dämmerte, als Engelin durch das leise, erfreute Quieken der beiden Hunde aufmerksam wurde. Maus und Bartel waren wieder da. Sie konnte deutlich ihre Schritte unterscheiden. Bartels schwerer, voller Schritt und der leichte von Maus. Sie legte ihr Nähzeug beiseite und eilte den Männern strahlend entgegen. Sie flog in Bartels ausgebreitete Arme, während Maus sich scheu im Hintergrund hielt. Als sie auch ihn mit einem Lächeln bedachte, fühlte sie, wie sein Herz in den Tiefen seines schmächtigen Körpers versank. Engelin war entzückt, als die beiden, die ihr kostbaren geretteten Habseligkeiten aus dem verbrannten Haus auf dem Tisch ausbreiteten. Sie stieß einen kleinen Schrei aus, als sie die Bücher erblickte, riss die Schriftstücke an ihre Brust und machte den Eindruck, als wolle sie diese niemals mehr loslassen. »Danke«, jubelte sie. »Die Bücher, ihr wisst nicht, was das bedeutet, was das für uns bedeuten kann.« Sie war trunken vor Freude. »Ich habe ja bereits viel auswendig gelernt, aber ich weiß einfach noch nicht alles.« Sie legte die Bände vorsichtig auf die Tischplatte und blätterte darin. Maus und Bartel beugten sich neugierig über den Tisch und betrachteten die Zeichnungen, da sie ja nicht lesen konnten. Wenn die Bücher für Engelin so wichtig waren, dann waren sie es auch für sie beide. Maus hatte sich in den Stall zurückgezogen. Der gemütliche Raum wurde nur noch von dem rotzüngig flackernden Holzfeuer in der massiven Feuerstelle beleuchtet. Ein Kupferkessel mit heißem Wasser entließ seinen Dampf in kleinen Fähnchen in die Luft. Sie hatten keine der kostbaren Kerzen angezündet, sondern sich einfach nur auf ihr duftendes Heulager gelegt. Engelin trug ein weißes, ärmelloses Leinenkleid, das sie immer für die Nacht anzog. Bartel war nackt, nur mit seinem dichten, schwarzen Haarpelz bekleidet. Er zog eine Pelzdecke aus verschiedenfarbigen Kaninchenfellen sorgsam über sie beide. »Verstehst du überhaupt, was du heute getan hast?«, begann sie leise. Er grunzte. »Du hast mir die unschätzbaren Zauberbücher zurückgebracht. Du weißt ja, dass ich einiges beherrsche. Ich habe mir viele Sätze und Lieder gemerkt, aber diese Bücher werden mir«, sie senkte ihre Stimme, »so etwas wie Macht geben.« Er setzte sich erstaunt auf. Die Pelzdecke rutschte über seine muskulösen Schultern bis zum Bauchnabel. Da, wo seine Haut nicht mit schwarzem Haar bewachsen war, glänzten Muskeln wie blanker, honigfarbener Marmor. Seine Schönheit war die eines wilden Tieres. Sie war so von seiner animalischen Vitalität gebannt, dass sie scharf die Luft einsog. Er irritierte sie. Sie war keine Jungfrau gewesen, als die Schergen sie vergewaltigten, hatte ein paar kleine, heimliche Affären gehabt, von denen ihre Lehrmeisterin nichts wusste. Nein, sie hatte der körperlichen Vereinigung nicht abgeschworen durch das grausame Erlebnis, zumal sie fühlt, dass Bartel sie aufrichtig liebte. Er bemerkte ihren fiebrigen Blick, legte den Kopf schief, grinste und entblößte sein schneeweißes, glänzendes Gebiss. Du meine Güte! Sie spürte, wie die Hitze in ihren Unterleib floss und sich dort in ihrem Geschlecht staute. Voller Panik erhob sie sich. Sie hatte erneut geblutet. Eine kleine Blutung nur, aber ein Zeichen, dass sie immer noch nicht völlig gesund war. Ob sie wollte oder nicht, sie musste diesen intimen Moment zerstören. Als sie mit den Büchern zum Bett zurückkam, lag er wieder zugedeckt. Seine Augen glänzten schwarz und starrten enttäuscht zur Decke. »Ich hatte heute eine Blutung«, gestand sie kleinlaut. Alarmiert fuhr er hoch. Nun mit besorgter Miene blickte sie an, wie sie vor dem Lager stand, mit den Büchern an die Brust gedrückt. Voller Zärtlichkeit streckte er die Arme aus. Die erotische Stimmung war dahin, auch bei ihm. Sie saßen aneinander gedrängt im Bett und sie versuchte ihm etliches aus den Lehrbüchern zu erklären, zitierte einige Sätze in einer fremden Sprache. Er war nicht dumm, jedoch in keiner Weise gebildet. Sie sah die Bewunderung in seinem Blick.
Er verstand nicht alles, aber er begriff. Mit diesen Schriftstücken war sie mehr als nur eine Heilerin, sie war eine Magierin. Diese Magie, für ihn und seine Männer eingesetzt, bot ihnen ungeahnte Möglichkeiten. Engelin schloss vorsichtig das Buch, legte es an den Kopf des Lagers und kuschelte sich an ihn. »Du glaubst gar nicht, was ich nun alles für dich tun kann«, seufzte sie glücklich an seiner Brust. Seine lockigen Brusthaare kitzelten ihren Wangen. »Du bist wie einer deiner Hunde«, schmunzelte sie, »so pelzig, weich und warm.« Er grunzte schläfrig und umfasste sie fester. Im Einschlafen nahm sie wahr, wie die Haustür geräuschlos aufgedrückt wurde und Fox vorsichtig seinen dicken Schädel und dann den stämmigen Körper durch die Öffnung schob. Zugleich folgte noch eine schwarze Schnauze. Lautlos, vereint in ihrem verbotenen Tun, schlichen die Hunde zum Kamin und ließen sich leise vor dem verglühenden Feuer nieder. Jetzt kommt Kapitel 15, der Überfall. Ihre nächste Versammlung hatte ein zufriedenstehendes Ergebnis geliefert, denn Rutger hatte bei Morderbachs Dienstmagd gute Arbeit geleistet und eine brauchbare Information erhalten. Die Fürstin Mordersberg war an diesem Tag auf dem Weg ins Kloster Lichtenfeld, wo sie die Weihnachtszeit betend verbringen und mit den dortigen Nonnen das Neujahrsfest feiern wollte. Nach Auskunft der Magd war sie ihrem Strand entsprechend mit bewaffnetem Gefolge unterwegs und, wenn man dem redefreudigen Dienstmädchen Glauben schenkte, nahm sie zu solchen Gelegenheiten fast ihre gesamte Kleidung samt ihrem wertvollen Schmuck mit. Bartel kaute angespannt auf seinem Zahnhölzchen, saß tief in dem Seitenstreifen der Straße gedrückt, Rutger eng neben sich. An dieser Stelle wurde der schmale, gepflasterte Weg an den Seiten von niedrigem, trotz der winterlichen Temperaturen grünem Gestrüpp verdeckt. Godecke und Arnest hatte er einige Meter weiter von ihnen postiert. Es war ihre Aufgabe, zwei mit Säcken schwer beladene, betrunkene Männer zu mimen. Sie sollten torkelnd wie zufällig vor die herannahende Kutsche der Fürstin fallen. Die Säcke dienten als Blockade für die Zugpferde. Vollmar lauerte auf der anderen Seite des Weges geduckt im Graben. Bartel hatte ihn angewiesen, mit ihm zusammen die Beschützer der Adligen unschädlich zu machen, während Rutger sich um den Kutscher kümmern sollte. Burkhard hatte auf einem höher gelegenen Hügel Stellung bezogen. Dort konnte er die Straße vollständig überwachen und ihnen das Opfer sowie mögliche Störungen anzeigen. Diese Aufstellung hatte sich bereits bei früheren Überfällen bewährt. Leider war in diesem Moment noch unklar, mit wie vielen bewaffneten Reitern sie es zu tun bekommen würden. Bartel hatte einige Zeit abgewogen, wen er an welcher Stelle einsetzen wollte. Er kam jedoch zum Schluss, dass er lieber den brutalen und wendigen Godecke an vorderster Front hatte, obwohl dieser nur einen Arm besaß, anstelle des wohl starken, aber unbeweglichen und langsamen Burkhard. Die beiden Betrunkenen waren in braune Kapuzenjacken gehüllt, die möglichst wenig von ihren Gesichtern sehen ließen. Dazu trugen sie schwarze Halbmasken. Bartel hatte ihnen befohlen, Jacken statt Umhänge zu tragen, denn der Zusammenstoß mit den Pferden war nicht ganz ungefährlich. Godecke und Arnest hatten wegen dieser für die Witterung unzureichenden Bekleidung wohl die Münder verzogen, wussten jedoch, dass er recht hatte. Schwere, warme Überwürfe behinderten die Beine. Folglich warteten die beiden frierend und ungeduldig mit den Füßen stapfend am Straßenrand. Rutger, Vollmar und er trugen unauffällige Capes, die ihre Waffenarsenale verbargen. Die wärmenden Umhänge würden sie kurz vor dem Angriff von sich werfen. Es galt, die Reiter möglichst schnell schachmatt zu setzen. Er hatte Engelin nichts von seinen Plänen erzählt, da das Ganze kurzfristig zur Ausführung kam. Das sagte er sich, jedoch wusste er genau, dass er darüber geschwiegen hatte, weil ihr der Überfall ohne Zweifel nicht recht war. Er würde von ihr den Kopf gewaschen bekommen, dessen war er sich sicher. Aber er hatte entschieden und damit basta. Bartel schnippte das Zahnhölzchen in die gefrorenen Äste des Gebüschs und überdachte die ganze Lage noch einmal gründlich. Die bevorstehende Attacke ließ das Blut durch seine Adern rauschen. Hatte er wirklich an alles gedacht und eventuelle Hindernisse eingeplant? Er hoffte es, denn nun war es zu spät, um etwas zu ändern. Burkhards vereinbarter schriller Pfiff ertönte, und kurz darauf näherte sich ihr Opfer.
Die beiden gescheckten Zugpferde nahten mit hoher Geschwindigkeit die rasselnde vornehme Kutsche hinter sich. Die Rückendeckung des Gefährts bildeten zwei nebeneinander galoppierende bewaffnete Reiter mit eng anliegendem dunklen Uniformen und den schwarzen Helmen mit dem Zeichen des Fürsten. Zwei sich gegenüber sitzenden brüllenden goldenen Löwen. Bartel nahm die Einzelheiten des gesamten Trosses blitzschnell wahr. Es ging los. Arnest und Godek schwankten bereits mit ihren schweren, mit Steinen gefüllten Säcken die Straße entlang, sangen lauthals und schwankten fürchterlich. Der Kutscher in seiner schwarzen Livree fluchte und zügelte die Pferde nur leicht. Es war klar, was er dachte. Hier handelte es sich augenscheinlich um betrunkene Bauern, die nicht viel wert waren. Und er wollte jedoch keinen Zusammenstoß riskieren, um die Rösser des Fürsten nicht zu verletzen. Als das Gefährt sich verlangsamte, kippte Arnest auf die Straße, wobei er den Sack mit aller Kraft vor die Hufe des linken Zugpferdes warf. Das stolperte, stürzte, jedoch sofort wieder hochgerissen wurde. Godecke schleuderte den anderen Steinsack, aber durch den fehlenden Arm geriet das massive Geschoss in eine Unwucht und flog in den Straßengraben. Die Kutsche schlingerte und war schon an Bartel, Rutger und Vollmar vorbei. Geistesgegenwärtig nutzte Vollmar einen am Straßenrand liegenden Straßenbrocken, sprang hinauf und machte einen gewaltigen Satz auf den linken bewaffneten Schergen. Er packte den Mann an Hals und zog ihn vom Pferd. Bartel warf den warmen Umhang ab und sprang den zweiten Reiter urplötzlich von der Seite an. Mit einem gezielten Schlag seiner Metallkeule brach er ihm die rechte Zügelhand. Der Mann brüllte, ließ den Riemen los und fasste sich mit der linken Hand an die zerschlagene rechte. Nun konnte Bartel ihn mit Leichtigkeit aus dem Sattel zerren. Der Reiter kippte wenig elegant seitwärts und blieb mit dem Fuß im Steigbügel des erschreckten Tieres hängen. Geistesgegenwärtig sprang Bartel dem Pferd an den Hals, riss die Zügel an sich und drehte sich, um mit dem Messer blitzschnell den Lederriemen des Steigbügels durchzuschneiden, sodass der Mann rücklings auf die Straße stürzte. Vollmer und Bartel waren zu beschäftigt, um sich um die weiterrollende Kutsche zu kümmern. Bartel trat dem gestürzten Schergen mit dem Stiefel heftig ins Gesicht und hörte, wie dessen Nase mit einem unschönen Geräusch brach. Der verdrehte die Augen und wurde ohnmächtig. Bartel hob den Kopf und blickte rasch zu Vollmar, der sich mit dem auf der Straße liegenden Reiter einen Messerkampf lieferte. Vollmar wich der blitzenden Klinge seines Gegners aus, der nach seinen Beinen zielte, bückte sich und zog dem Mann ohne zu zögern seine eigene Waffe über die Gurgel. Der ließ sofort das Messer fallen und griff sich röchelnd an die Kehle. Mit einem Ruck richtete Vollmar sich auf. Bartel stierte ihn an. Die Kapuze seiner Jacke war in den Nacken gefallen und entblößte das lange, blonde, im leuchtenden Wind wehende Haar. Die durchdringenden Augen leuchteten stahlblau über der schwarzen Halbmaske. So musste der Gott des Todes aussehen, fuhr es Bartel durch den Kopf. Die auffällige Haarpracht brachte ihm die Gefahr ins Bewusstsein, in der sie sich nach wie vor befanden. Er zischte warnend. Ein schneller Blick zu ihm ließ Vollmars Hand sofort die Kapuze hochreißen. Ihre Opfer waren tot oder bewusstlos. Gemeinsam rannten sie der Kutsche hinterher. Rutger hatte den Kutscher besinnungslos geschlagen, der nun seitlich auf dem Kutschbock hing und hielt das unverletzte, scheuende Pferd hart an seinem schäumenden Maul. Voller Bedauern betrachtete er den anderen schwer verletzten Schecken, der zitternd vor ihm stand. Aus der mit Rankenmustern bedeckten offenen Tür der Kutsche drang ein gellender Frauenschrei. Arnest und Godecke waren in das Innere gedrungen und Bartel hörte, wie einer der beiden der Frau eine schallende Ohrfeige gab, um sie zum Schweigen zu bringen. Bisher lief alles wie besprochen. Arnest zerrte die verzweifelt strampelnde Fürstin aus dem Gefährt. Bartel stierte auf ihre prachtvolle Kleidung, das rote Gewand mit schweren Spitzenverzierungen und den dunklen, kostbaren Pelzumhang mit Kapuze. Als diese beim Handgemenge verrutschte, entblößte sie einen aufwendigen Kopfputz mit einem aufgesteckten Diadem. Mit zusammengezogenen Brauen sah Bartel in das verzerrte Gesicht der Frau mit den vor Schreck geweiteten Augen. Ihre Wange schwoll bereits an. Hoffentlich unterließ sie es, sich zu wehren. Er war nicht darauf aus, sie zu töten. Bartel zögerte keinen Augenblick, zog den mitgebrachten Leinensack aus seinem Umhang und warf ihn der Adligen über den Kopf. Sie wollte erneut schreien, aber Arnest packte sie brutal am Arm und zischte ihr eine Drohung zu.
Bartel blickte zu Rutger, der das verletzte, hinkende Pferd abstürte, um es ein Stück in den Wald zu führen. Er wusste, dort würde sein Freund dem Tier sein Messer durch den zitternden Hals ziehen, um die Halsschlagader zu durchtrennen. Rutger kam zurück zur Straße und wischte die blutverschmierte Klinge am hartgefrorenen Gras ab. Bartel sah seine zusammengekniffenen Augen über der Maske und wusste instinktiv, wie der Rest seines Gesichts aussah. Rutger liebte Pferde und eines zu töten tat ihm selbst weh. Auch die anderen Männer waren einen Moment durch Rutger abgelenkt. Diese kleine Unachtsamkeit nützte die Fürstin, riss sich den Sack vom Kopf und floh mit wehenden Röcken. Arnes fluchte und wollte sich mit Godecker an die Verfolgung machen. Nein. Bartel hielt Godecker am Handgelenk fest. Arnes geht. Er brauchte ihn, um so schnell wie möglich aufzuräumen. Jederzeit konnte jemand die Straße entlang kommen und er hatte wahrlich keine Lust auf schreiende Zeugen. Arnes lief allein mit gezogenem Messer der Fürstin hinterher. Kurz und knapp verteilte Bartel die nächsten Aufgaben. Vollmar und der hinzugeeilte Burkhardt mussten mit ihm zusammen die Körper der beiden Schergen aus dem Weg schaffen. Außerdem galt es, den bewusstlosen Kutscher vom Bock zu holen und alle drei möglichst tief ins Gebüsch zu zerren. Godecke sollte eines der Reitpferde an die Kutsche schirren und das zweite Tier dahinter anbinden. Wie befohlen lud Vollmar sich den toten Reiter auf die Schulter und verschwand im Wald. Bartel packte sich den Schergen, den er gefällt hatte, und stapfte hinterher. Burkhardt folgte ihm mit dem besinnungslosen Kutscher auf dem Rücken. Sie würden keine Zeugen leben lassen. Bartel ließ den Mann zwischen zwei kleinen Tannen auf das braune Moos gleiten, riss ihm den Helm herunter und schlug ihm mit seiner Metallkeule den Schädel ein. Die Schädeldecke öffnete sich und gab graue Gehirnmasse frei. Kein schöner Anblick, aber er beachtete es nicht. Einige Meter weiter trennte Burkhardt den bewusstlosen Kutscher mit einem gezielt seines kurzen Schwerts den Kopf von den Schultern. Vollmar hatte bereits begonnen, große Tannenzweige von den Stämmen zu schlagen, kam mit einem Arm voll zu den leblosen Körper und bedeckte sie sorgfältig. Die Beseitigung der Zeugen hatte nur ein paar Momente gedauert. Er dachte nicht darüber nach. Sie wandten sich ab und kehrten zügig zur Straße zurück. Mit einem Blick über die Schulter prüfte Bartel, ob von ihrer Tat noch etwas vom Weg aus zu sehen war. Sollten die Leichen und das tote Pferd nicht bis zum Anbruch der Dämmerung gefunden worden sein, war anzunehmen, dass die Wölfe ein schmackhaftes Abendessen bekamen. Arnest war bisher nicht mit der Fürstin zurückgekommen. Sie würden nicht auf ihn warten, denn sie mussten so schnell wie möglich verschwinden. Arnest kam allein zurecht. Godecke hatte die Kutsche abfahrbereit gemacht und sie zwängten sich in das luxuriös gepolsterte Gefährt, während Rutger sich auf den Kutschbock schwang. Er nahm die Zügel auf, schnalzte mit der Zunge und die Pferde zogen an. Sie rollten in den nächsten Waldweg, der von der Straße abbog, und hielten an. Bartel sprang mit Vollmar hinaus. Einig schnitten sie mit ihren Messern Zweige von den Tannen und umwickelten die Holzräder der Kutsche mit Hilfe einiger Hanfseile, die Rutger aus seinen Umhängetaschen zog. Dann setzten sie die Fahrt fort. Nun war es fast unmöglich, die Spuren des Gefährts zu verfolgen. Die Zahnzweige sorgten für einen unregelmäßigen Druck auf dem gefrorenen Waldboden. Die Kalesche schien auf diese Weise wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Der Überfall war zügig und ungestört über die Bühne gegangen. Bartel nickte seinen blutbefleckten Spießgesellen in der schaukelnden Kutsche zufrieden zu. Er war schon sehr gespannt, was die Sache eingebracht hatte. Sie fuhren geradewegs zum Hof, hielten vor dem vorspringenden Felsmassiv und schleppten die Beute in Bartels Blockhaus. Der Raubzug hatte sich gelohnt. Die Säcke und die Truhen enthielten Mengen von kostbaren Frauenkleidern, ein Säckchen voller Goldmünzen, die wahrscheinlich als Geschenk für die Nonnen gedacht waren, und, Bartel blinzelte, eine Kiste mit wertvollem Schmuck. Engelin, die bei ihrer Ankunft vor der Blockhütte trat, folgte ihm schweigend ins Innere. Sie beobachtete ihr Tun mit regungsloser Miene. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtete sie Bartels blutbefleckte Kleidung. Er fühlte, wie sich ein Gewitter zusammenbraute. Er bedeutete den vier gezeichneten Männern, am Abend wiederzukommen, um die Beute zu teilen, sah aber in deren finsteren Gesichtern, dass sie dies am liebsten sofort erledigt hätten. »Gut, dann wartet wenigstens draußen«, blaffte er sie missmutig an. Hatte er sich in ihrer gemeinsamen Zeit nicht genug Vertrauen verdient? Hatte er sie jemals betrogen?
Ärgerlich musterte er die steif dastehende Engelin und zogen sie vors Haus zurück. Moment, ärgerlich musterten sie die steif dastehende Engelin und zogen sich vors Haus zurück. Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen, fuhr sie ihn an, als die Männer verschwunden waren. Was du gemacht hast, wird uns in Teufels Küche bringen. Es kann doch nicht wahr sein, dass du die geklaute Kutsche hier anschleppst, samt den Pferden mit den Brandzeichen. Sie war außer sich, ihre grünen Augen sprühten regelrecht gelbe Funken. Ich versuchte zu erklären, aber sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. Hör mir mal gut zu, Bartel, zischte sie. Wie ich sehe, habt ihr Kerl keinen Verstand. Folgendes muss so schnell wie möglich geschehen. Zuerst schlagt die Kutsche morgen früh auseinander, macht ein großes Feuer und verbrennt sie. Die Tiere müssen wir töten, da sie Zeichen haben. Oh je, das würde Rutger überhaupt nicht gefallen. Sie sah seinen Blick und begriff augenblicklich. Gut, wir schlachten das jüngste Pferd für den Winter und die beiden anderen muss Rutger in den Wald scheuchen. So weit weg wie möglich, es sei denn, er findet einen Weg, die Brandzeichen zu verändern und die Tiere zu verkaufen. Das sah Bartel ein. Während sie noch redete, überschlug er im Kopf die erbeuteten Wertgegenstände und teilte sie auf. So gerüstet winkte er den Gesellen einzutreten. In diesem Moment trat auch Arnest, schwer atmend, mit schmutzverkrusteten Stiefeln zu ihnen. Ich habe dieses dumme Weibsstück bis an die Schlucht verfolgt, schnarrte er. Und dann stürzt sie sich doch tatsächlich vom Felsen. Was für eine Verschwendung. Verdammt, nicht mal den Schmuck konnte ich ihr vorher abnehmen. Die Männer umrundeten Arnest augenblicklich und Bartel blickte in jedes Gesicht. Glaubte ihm jemand diese Geschichte? Er blickte in finstere Mienen. Engelin runzelte die Stirn. Mach die Taschen leer, fauchte Bartel und zerrte ihn ins Haus. Alle anderen folgten mit einem bedrohlichen Schweigen. Sie beobachteten mit starren Blicken, wie Arnest seine Hosentaschen und die seiner Jacke auf die Tischplatte leerte. Er legte zwei Messer, einen verdreckten Lappen, einen zerdrückten Apfel und seine kleine Streitaxt sorgfältig auf den Tisch. Dann zupfte er die leeren Taschenbeutel aus seiner Hose und zog entschuldigend die Schultern hoch. »Und was, wenn er die Beute bereits beiseite geschafft hat?« fragte Rutger drohend. »Ich kam nicht rechtzeitig an die Frau heran. Wie oft soll ich das noch sagen?« Arnest räumte mit beleidigtem Gesicht seine Habseligkeiten fort. Alle standen still. Sie würden es ihm nicht beweisen können. Bartel blickte in die Runde und sah diesen Gedanken in allen Gesichtern. Sie mussten es so hinnehmen. Man würde sich mit dem restlichen Geschmeide und dem Geld begnügen müssen, wenn die Frauenkleider an Engelin, Beate und die Huren gingen. Verkaufen konnten sie die Kleider nicht, ohne aufzufallen. Als deren Verteilung beginnen sollte, nahm Engelin Bartel zur Seite und sah ihn fragend an. Beate passen die Gewänder nicht. Was soll sie also damit? Und wer garantiert dir, dass diese dummen Dirnen die Sachen nicht tragen, wenn sie auf Freierfang gehen? Daran hatte er nicht gedacht. Bartel schnitt schnurstracks zu der Kleidertruhe, an der sich Godecke und Arnest bereits gierig zu schaffen machten. Er klappte den schweren Deckel so schnell zu, dass sie blitzschnell ihre Hände rausziehen mussten, um nicht eingeklemmt zu werden. Die Kleider verbrennen wir, bestimmte er. Die können Herr Linde und Elsbeth nicht auf der Straße tragen. Ein Verkauf ist zu auffällig. Die beiden Männer stutzten, nickten aber doch langsam, denn ihnen dämmerte, dass sich ihre Huren wohl in dieser wertvollen, wie sich ihre Huren wohl in dieser wertvollen Kleidung ausnehmen würden. Das war zu riskant. Aber Engelin bekommt sie auch nicht, grunzte Godek missgünstig. Nein, antwortete Engelin fest. Ich werde es folgendermaßen machen. Ich trenne die Kleider auf. Dann bekommt jede Frau ihren Anteil Borte und Spitze und was sonst noch davon brauchbar ist. Das halte ich für gerecht. Bartel blickte sich um. Niemand hatte Lust, sich mit ihr deswegen zu streiten. Rutger, Vollmer und Burkhard steckten ihren Anteil wortlos ein und verließen das Haus. Er sah ihnen an, dass sie ebenfalls müde und erschöpft waren. Seufzend schloss Engelin die Tür hinter Godecke und Arnest und lehnte sich von innen dagegen. Sag mal, musste das wirklich sein? Das war unnötig und riskant. Die Fürstin ist vermisst. Ihr habt Tote gemacht. Und das dafür? Sie nahm den glitzernden Schmuck und ihren Anteil des Goldes verächtlich in die Hand. Wir werden die Juwelen aus dem Geschmeide herausbrechen müssen, um sie unkenntlich zu machen, und du solltest das Metall einschmelzen. Dann können wir das Ganze verkaufen, jedoch weit unter Wert, fügte sie hinzu. Sie hatte ja recht. Ja, er musste ihr zustimmen. Er war müde. Es war kein Kampf gewesen, sondern ein Hinterhalt, und er fühlte sich elend.
Durch den Überraschungsmoment und die Überzahl seiner Männer hatten die beiden Begleiter der Fürstin ihnen nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber ein schlechtes Gewissen war ein Luxus, den er sich nicht leisten konnte. Nun ja, dachte er entschuldigend. Als Beschützer einer so hochgestellten Adligen hätten sie mit einem massiven Angriff und auch mit einer Überraschung rechnen müssen. Ihr Waffenmeister hatte Rutger und ihn für solche Situationen geschult. Die Schergen des Fürsten waren nicht vorbereitet und lagen nun tot im Wald. Immerhin besaß die Bande jetzt genügend Geld, um bis ins Frühjahr gut zu überleben. Und das war ihm die Sache wert. Er zuckte die Achseln und ging zu der Waschschüssel, die Engelin mit vorwurfsvollem Blick hingestellt hatte. Er wusch sich das Blut gründlich ab. So, im Laufe der Geschichte verschwindet ja dieses Diadem. Es geht ja immer noch um das Diadem, das die Christin in der Kutsche getragen hat. Und es kommen noch ein paar Verwicklungen, aber es ist so, dass Vollmar den Auftrag bekommt, dieses Diadem zu suchen. Und deshalb werde ich euch jetzt noch die Szene von Vollmar, also Kapitel 24, der Dieb, vorlesen. Was, ja, also dieses mehr in diesen Gay-Bereich reingeht. Kapitel 24, der Dieb. Vollmars Auftrag von Bartel war klar. Er hatte zugesagt, also musste er der Sache mit dem Diadem nachgehen. Zugegeben, er hatte ein ungutes Gefühl dabei, zumal niemand genaue Kenntnis hatte, ob sich das wertvolle Schmuckstück überhaupt noch in Münzbachs Hand befand. Er würde es suchen und, sollte es im Besitz des Adligen sein, natürlich stehlen. Vollmar lag ausgestreckt auf dem Lager in seinem winzigen Haus. Seine langen Beine ragten über den Rand der Bettstatt. Was wusste er von Münzbach? So gut wie nichts. Er hatte lediglich dessen Küche gesehen und die freundliche Magd getroffen. Bei dem Gedanken an deren Grütze drehte sich ihm jetzt noch der Magen um. Münzbach hieß Erich mit Vornamen und war einer der vielen zahlreichen Gutsherren im Land. Das war nicht gerade viel. Er fluchte wegen seiner Nachlässigkeit, das alte Dienstmädchen nicht umfassender ausgefragt zu haben. Vielleicht sollte er das noch einfach nachholen. Sie würde ihn ja wiedererkennen und bestimmt noch einmal so zuvorkommend sein. Schließlich hatte er zwei hungrige Töchter. Er grinste grimmig, als er an die jammervolle Geschichte dachte, die er der Alten aufgetischt hatte. Langsam erhob er sich und öffnete die knarrende Haustür. Der undurchdringliche Nebel hatte sich verzogen. Das war gut. Nun konnte er seinen Plan in Angriff nehmen. Er würde sich verkleidet und mit Asche beschmiertem Gesicht zum Gut begeben. Dieses Mal wollte er jedoch Waffen mitnehmen. Man wusste ja nie. Er nahm das Brusthalfter mit den beiden gekreuzten Dolchen aus einem Versteck im Holzfußboden und schnallte es um. So gerüstet und unauffällig gekleidet machte er sich auf den Weg. Mit gebeugtem Rücken lief Vollmar erneut den gepflasterten Pfad zum Dienstboteneingang des Hauses und klopfte. Keine Antwort. Nur die Pferde im Stall nebenan stampften. Er versuchte es an der Stalltür. Siehe da, die war nicht verschlossen. »Ist da jemand?« rief er in den dämmerigen Raum hinein. Niemand antwortete. Vollmar ging langsam vorwärts und fand eine Tür, die augenscheinlich zum Haupthaus führte. Er drückte vorsichtig die Klinke herunter und die Tür gab nach. Na, das war aber einfach. Die Bewohner des Guts schienen vertrauensselig und waren nicht lange fort. Er musste sich beeilen. Das Haus in so kurzer Zeit zu durchsuchen, würde nicht leicht werden. Inzwischen hatte er es aufgegeben, gebeugt zu gehen. Wenn ihn jetzt jemand entdeckte, war es gleichgültig, wie er wirkte. Der weißgekalkte Gang, der sich vor ihm erstreckte, gabelte sich, führte zur rechten Seite, offensichtlich der Weg zum Küchentrakt. Also nahm Vollmar den linken Flur. Gut geraten, dachte er, als er die Tür zur ersten Kammer öffnete. Ein Bett, ein Schrank, ein Schemel, keinerlei Wandschmuck. Hier schlief sicher das Gesinde oder es war ein Gästezimmer. Vollmar schlich weiter bis zu einer hölzernen, breiten Wendeltreppe, die in das nächste Stockwerk führte. Am Ende der Treppe war der Boden mit kostbaren bunten Teppichen ausgelegt. Volltreffer. In diesem Trakt war er richtig. Er hielt inne und lauschte. Alles war ruhig. Die am nächsten gelegene Tür war weiß gestrichen und hatte eine Menge vergoldeter Schnörkel. Das Zimmer einer Frau? Behutsam öffnete er die Tür. Ja, dort wohnte eindeutig ein weibliches Wesen.
Die Wände waren mit geschmackvollem, pfirsichfarbenen Stoff überzogen. Das gleiche Material wiederholte sich im Betthimmel des ausladenden Bettes, das mit einer geklöppelten Spitzendecke belegt war. Zierliche, helle Möbel mit goldenen Einlegearbeiten vervollständigten das vornehme Schlafzimmer. Vollmar blieb einen Augenblick stehen, um das Bild in sich aufzunehmen. Das war ein Raum nach seinem Geschmack. Zügig bewegte er sich auf den kleinen Frisiertisch zu, den ein vergoldeter, verschnörkelter Spiegel krönte. Auf dem Schminktisch reihten sich wunderschöne Glasfiolen aus Kristall, Schminktöpfe aus Porzellan sowie verzierte Kämme und Bürsten aneinander. Er neigte sich zu den Schubladen hinab und zog die oberste auf. Nichts, leer. Er beugte sich tiefer, um den nächsten Griff zu erreichen und fühlte ein Huschen hinter sich. Eine scharfe Klinge presste sich unvermittelt an seine Kehle. Vollmar blieb stocksteif stehen. Mit dem Messer am Hals rührte er sich nicht. Er blickte in den Spiegel, um seinen Angreifer in Augenschein nehmen zu können. Hinter ihm stand ein junger Mann mit glänzendem, mittellangem schwarzem Haar und blitzenden grauen Augen. Diese waren wutentbrannt und in Mordlust zusammengekniffen. »Was machst du hier, du Dieb?« zischte er. Sein Körper drückte sich gegen ihn. »Suchst du etwas?« Vollmer schluckte trocken. »Ich habe mich verlaufen.« Er sah, wie beim Sprechen das Messer leicht in seine Haut schnitt. Ein dünnes Rinnsalblut lief seine Kehle hinab. Der Kerl würde ernst machen. »Und das soll ich dir glauben?« höhnte Munzbach. Vollmer war inzwischen klar, dass nur er es sein konnte. »Verlaufen in das Zimmer meiner toten Mutter?« Verflucht. Da hatte er sich offensichtlich wirklich verirrt, denn Münzbach würde das Diadem wohl kaum in deren Schlafzimmer aufbewahren, oder doch? Vollmar blickte in den Spiegel und wurde sich seines Aussehens mit dem grauen Hut und mit dem grauen Gesicht und dem schäbig heruntergezogenen Hut bewusst. »Herr«, sagte er demütig, »ich hatte einfach nur Hunger.« Der Gutsherr machte mit der anderen Hand eine herrische Geste und fegte dabei unabsichtlich den alten Hut von Vollmars Kopf. Sein blondes, goldenes Haar floss auf seine Schultern. Münzbach zog zischend die Luft ein. »Ich glaube, hier lügt jemand.« Erich Münzbach starrte in den Spiegel. Mit dem Einbrecher stimmte etwas nicht. Das Messer immer noch an der Kehle des Diebes fasste er mit der linken Hand in dessen Gesicht mit den weit aufgerissenen blauen Augen. Er wischte über die Wange, strich die graue Schicht fort und enthüllte einen Streifen weißer Haut. Münzbach betrachtete ihn überrascht. Die Schönheit des Eindringlings war sogar durch die Ascheschicht auf seinem verschmutzten Antlitz erkennbar. Ohne das Messer von der Kehle des Einbrechers zu nehmen, presste er sich fester an seinen straffen, warmen Körper, fühlte des Mannes muskulöses Hinterteil durch dessen fadenscheinige Hose. Der Dieb war in seiner Hand. Er hatte das Recht, ihn zu töten. Der Mann stand weiterhin still, nur die Muskeln seiner Lenden zuckten kurz, ein Gefühl, das Münzbach schlagartig eine Erektion bescherte. Nein, töten konnte er ihn immer noch. Hinterher. Sie blickten sich im Spiegel an. Ein Kampf zwischen seinen eigenen stahlgrauen und den strahlend hellblauen Augen des Eindringlings. Wer würde zuerst den Blick senken? Münzbach fuhr mit dem Daumen über den weichen Mund des Mannes. Eine Berührung, die ihn zusätzlich erregte. Der Blonde schloss die Augen, ergab sich. Die scharfe Klinge schnitt weiterhin in seine Haut. Aus dem kleinen Einschnitt floss Blut, zog ein rotes Rinnsal in den mit Asche beschmierten Hals. Er lockerte das Messer, aber ließ es dort. Würde der Einbrecher sich wehren? Münzbach betrachtete ihn und war sich plötzlich nicht mehr sicher. Er atmete tief ein. Mit der freien Hand griff Münzbach vorne, um die Hose des Diebes nach vorne, um die Hose des Diebes zu öffnen. Mit einem geschickten Ruck zog er das Beinkleid herunter und entblößte die Lenden. Münzbach zog die Luft durch die Zähne vor Erregung. Er blickte blitzschnell auf dem Schminktisch umher. Da stand, was er suchte. Mit einer Hand packte er die zierliche Dose und schnippte den Deckel auf. Drei Finger fuhren in die fettige Schminke. Ohne zu zögern drückte Münzbach ihm mit dem Knie die Beine auseinander. Seine benetzte Hand glitt zwischen den straffen Backen des Blonden, strich durch das Tal, verteilt das Fett zielsicher mit dem Finger auf der weichen Öffnung. Er blickte triumphierend in den Spiegel, jedoch verschwand die Überlegenheit aus seinem verzerrten Gesicht, als er dem Dieb ins Antlitz blickte.
Der Mann hatte die Augen geschlossen, die goldenen Wimpern bis auf die Wangen gesenkt, seine Züge wunderschön und hart gemeißelt wie die eines Engels aus Marmor. Das lange blonde Haar wallte über seine breiten Schultern. Münzbach schluckte trocken. Er zitterte vor Gier, konnte sie kaum unterdrücken. Er wollte ihn, mehr als er jemals etwas gewollt hatte. Die Aussicht, diesen engelsgleichen, ihm völlig ausgelieferten Fremden zu nehmen, ließ das Blut heiß in sein Geschlecht schießen. Münzbach setzte sein Glied an, packte in die blonde Haarflut, zog den Kopf des anderen zurück und presste seinen Schwanz mit sanftem Druck in die nachgiebige Öffnung. Beide Männer stöhnten auf. Seine nun unkontrollierte Rechte versetzte dem Hals des Eindringlings einen weiteren Schnitt. Mit umflortem Blick griff dieser hoch und entfernte die zitternde Hand von seiner Kehle. Nein, er würde sich nicht wehren. Münzbach ließ das Messer fallen. Es schlug unhörbar auf dem dicken Teppich auf. Eine Hand verkrampft in seine Schulter, die andere in des Mannes glänzender Haarpracht, bewegte er sich langsam in seinem willigen Leib. Er wurde schneller, stieß härter. Der blonde Engel schrie vor Lust. Oder war er es selbst? Seine Sinne schwanden in der Stärke des finalen Rauchs. Es war vorbei. Keuchend kamen sie zu sich. Der Fremde drehte sich so unvermittelt, dass Münzbachs Glied aus dessen Körper glitt. In der Drehung fuhr der Mann vor des Mannes rechte Hand vorne in die Jacke und kam mit einer blitzenden Klinge zum Vorschein. Mit unbewegter Miene packte der Blonde ihn im Genick und drückte ihm den Dolch an die Kehle. Münzbach stockte der Atem vor Überraschung. Der Dieb bewegte sich gekonnt und schnell. Er hatte einen geübten Krieger vor sich. »Das wirst du nicht tun«, presste er hervor. Gleichzeitig schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass der Fremde ihm höchstwahrscheinlich von vornherein überlegen gewesen war. Er hatte es jedoch geschehen lassen. Der Blonde ließ sein Genick los, aber hielt das Messer unverändert an seiner Kehle. Er zog mit einer Hand seine Hose hoch und zerrte an den Lederbändern, um sie zu schließen. Eisblau. Seine Augen wirkten eisig und bedrohlich. Beim Schlucken spürte Münzbach deutlich die scharfe Schneide des Dolches. Was würde er nun tun? Das Gesicht des Mannes näherte sich. Wollte er ihm etwas sagen? Ein letztes Wort, bevor er ihm die Kehle durchtrennte? Weiche Lippen berührten seine, schmiegten sich einen wundervollen Moment lang an seinen Mund. Schließlich lächelte der Blonde kalt, nahm unvermutet den Dolch zurück, drehte sich um, sprang zur Tür und war fort. Münzbach stand wie angewurzelt. Wie betäubt schloss er seine Hose, ging gedankenverloren und hob den Hut vom Boden auf. Er trat zum Fenster und sah den Engel auf einem der Münzbacher Rösser, die Hände fest in dessen Mähne verkrallt, mit wehendem Haar über den winterlich braunen Rasen fliehen. Im scharfen Galopp nahm er die Allee mit den kahlen Bäumen und war verschwunden. Münzbach verharrte noch, als der Mann längst fort war, den schwarzen Hut an sich gepresst. Der Schöne würde das Pferd wiederbringen, das wusste er. Lächelnd wandte Erich Münzbach sich ab und warf den Hut auf die Frisierkommode seiner toten Mutter.